Baubranche hat den Oscar, die Werbebranche den Löwen und die Immobilienbranche in Österreich hat ihren Cäsar. Und genau dieser begehrte Award wurde an die diesjährige Crème de la Crème der Branche verliehen. Schauplatz der großen Gala waren die ehrwürdigen Hallen des Schlosstheaters in Schönbrunn. Die Wichtigkeit des Cäsars wird durch hochkarätige Unterstützer und namhafte Verbände und Vereine unterstrichen. Die Roland Schmidt Group mit Imavis und Imo United und will haben. Persönlichkeiten werden ausgezeichnet und nicht das Unternehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Und der Cäsar steht für Transparenz und Qualität, also ähnlich für das, was wir stehen. Und ich finde den eine so klasse Geschichte, dass man den unterstützen muss. Als Partner und als Dienstleister der Immobilienwirtschaft ist es unsere große Ehre, den Cäsar sponsern zu dürfen. Es holt die Einzelpersonen vor den Vorhang. Auch bei Willhaben selbst steht der Mensch sehr im Vordergrund. Der Cäsar steht für Qualität. Und wir unterstützen das natürlich gerne. Wir sind die Besten der Besten in der Branche, sind eigentlich unsere Vorbilder. Und darum schaut jeder, wer hat den Cäsar gewonnen und nimmt diese Vorbilder wieder für sich mit. Wer dieses Jahr das Rennen um den Besten aus der Branche gemacht hat? Walter Eichinger. Der Immobilien-Cäsar ist nachher für die einzelne Person die Auszeichnung, die vielleicht im Team bzw. dem Unternehmen zukommen sollte. Richard Buchmann. Ich finde mich hervorragend. Das ist ein grandioser Tag für mich. Nicht nur, dass ich Hochzeitstag habe, ich habe heute etliche Erfolge feiern können schon. Und jetzt mit diesem Abschluss mit dem Cäsar noch, es macht den Tag einfach perfekt. Stefan Jäckler. Verwaltung ist man ein Teamplayer. Man ist nur so gut wie sein Team. Und ich glaube, dass wir morgen, also mein ganzes Team, meine 85 Mitarbeiter und ich, einige Sektkorken knallen lassen werden. Ich habe nie damit gerechnet. Es ist wirklich. Ich habe vorhin erwähnt, ich bin Architektin. Ich bin eher die Exoten in diesem Bereich. Das ist wirklich eine Überraschung. Ich glaube, dass es bei meiner Ausbildung von Studenten sehr gut ist, wenn man diesen Cäsar hat. Erstens kommt man dann schnell ins Reden und man kann ihnen aber auch zeigen, dass hier Erfolge ausgezeichnet werden. Ganz besonders Ernst Bedowski. Also wir jonglieren hunderte Millionen von Euronen, also von denen träume ich ja nicht mal. Wie viel kostet ein Packerl Müll? Ich wissen es das noch. Wenn man mit so viel Zahlen zu tun hat. In Schilling. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ein bisschen doch. Insofern fühle ich mich jetzt sehr gut. Naja, ein Preis, der von den Besten der Besten der Branche verliehen wird, hat einen ganz, ganz besonderen Wert. Wenn man sich das nicht erwartet, muss ich sagen, fühlt man sich gut. Coole Sache. Vor allem taugt es mir nicht nur für mich persönlich, sondern vor allem für unser Unternehmen, für unsere Mitarbeiter, weil am Ende des Tages ist jede Immobilie auch ein gemeinsames Projekt. Dr. Diplom-Ingenieur Josef Pipi Angst, bitte komm herauf. Ja, ich fühle mich natürlich sehr gut, der Preis ehrt mich sehr, muss ich sagen. Umso mehr, wo ich hier keine Ahnung gehabt habe, dass ich ihn bekomme. Die glanzvolle und kurzweilige Gala endet mit einem nahtlosen Übergang in ein entspanntes Come-Together. Zu guter Letzt kann man eigentlich nur sagen, schade, dass die Nacht der großen Gewinner schon wieder vorbei ist. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt. Und der Cäsar geht an. Geht es in die Immobilienbranche? Das ist eine spannende Branche. Dann habt ihr auch die Chance auf den Cäsar.